Ja, und da sind wir auch schon. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Teil NBA 2K. Und ja, wir schauen mal rein in die Conference-Tabelle. Wir wissen, als nächstes Spiel sind wir unten schon. Geht also gegen die Kings. Und lang ist ja nicht mehr zu spielen in der Serie. Wir sind ja kurz vor Ende der Saison. Und da schauen wir mal ganz kurz rein, wie das so aussieht hier. Wir gucken mal ganz kurz. Ich lebe immer als allererstes auf die falsche Option. Warum auch nicht? Conference-Tabelle. Und ich versuche mal gerade mal das Mikro ein bisschen zu justieren. Weil ich werde ja mal ein bisschen lauter. Dann ist es mir immer für euch ein bisschen zu laut. Also, wir sehen, wir sind auf dem 8-Spot, haben 36-40, mein Gott, wird schon blind, trotz Brille, hilft nichts. Die Dallas Mavericks mit einem Spiel darüber. Hallo, Canmore. Mit einem Sieg drüber, dann sehen wir die Grizzlies, an die wir kommen können. Dafür einfach eine zu gute Serie. Das heißt, es wird entweder um 7 oder 8 gehen für uns. Das heißt, dass wir am Ende des Tages, wenn wir denn in die Playoffs kommen, und das ist noch lange nicht sicher, denn wir spielen noch gegen die Teams da ganz oben, dann gegen Oklahoma oder die Golden State Warriors spielen müssen. San Antonio ist da auch noch im Mix mit drin da oben, aber grundsätzlich wartet dann keine leichte Aufgabe. Wir wollen aber trotzdem mal reingehen, wissen, dass das nächste Spiel für uns gegen die Kings wieder eine Pflichtaufgabe sein muss, denn die Kings sind letzter in der Western Conference und deswegen für uns eigentlich ein Must-Win. Aber wir wissen auch, dass Must-Wins sich häufig mal als schwierige Spiele herausstellen können. Und das Gleiche gilt natürlich auch für schwierige Spiele, dass es genauso andersrum sein kann, mal leichter werden kann. Deswegen, das ist meine Hoffnung, dass wir eventuell die Blazer, die Golden State Warriors oder die City Thunder schlagen können. Viele Spiele sind es nicht mehr, wir sehen es ja, Boogie und Co., danach die Portland Trail Blazers. Diese beiden Spiele sehen wir heute in diesen beiden Streams, die ich jetzt hier gerade anberaumt habe, das ist ja vorhin auch angekündigt. Und hoffe, dass wir aus beiden einen Sieg davon tragen können, wobei wir natürlich wissen, dass es gegen die Blazer alles andere als leicht wird. Aber die erste Aufgabe, die jetzt auf uns wartet, ist nun mal DeMarcus Cousins und die Sacramento Kings. Und wir hören die Hymne. Und los geht's, also die Hymne hat uns eingestimmt auf ein hoffentlich spannendes Spiel gegen die Kings, das ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg in die Playoffs sein kann. Konzentrationslevel weit oben, Jump Ball, Petkovic gegen, ich glaube es war Boogie. Und los geht's. Also wie gesagt, das Spiel wichtig, wichtig. Aber was sage ich euch das? Jedes Spiel ist jetzt wichtig. Das war ein geblockter Shot da, ich glaube, von DeMarcus Cousins. Da war Petkovic schneller oben mit den Händen. Da ist Rudy Gay und der ist gut. Top of the key. Da hat ihn keiner contestet. Und wir natürlich versuchen anzuknüpfen an die gute Leistung zuletzt. Ja, da haben wir gut den Pumpfake angebracht und der Verteidiger, der vorher nah dran war, den schütteln wir so ein bisschen ab, haben dann die Chance, hier leichte Punkte zu machen. Jede Position wichtig, die Kings auch nicht mit so viel Verletzungspech wie noch zuletzt gegen die Magic. Das heißt, es wird alles andere als leicht. Und da sehen wir schon ein Mittel, natürlich der Kings, auch wenn jetzt hier mal abgeholt. DeMarcus Cousins auf der Gegenseite, Ricky Rubio und der Alley-oop abgefangen. Ja, da habe ich auch nicht drauf geachtet, dass das Ricky Rubio ist, denn der hätte den sowieso zum Alley-oop, zumindest nicht per Dunk, verwandeln können. Der hätte ihn höchstens reinlegen können. Und da ist die Chance! Und der One-Handed Tomahawk Slam und 4-2 am Ende dieses Plays. Schöne Punkte hier. So muss das sein. DeMarcus Cousins im Duell gegen Petkovic, das werden wir heute oft sehen.
Landry, der ist nicht gut. Der Rebound geht zu uns und wieder auf der Gegenseite. Kein guter Pass. Und weil Pekovic war nicht gut. Da wollte ich schnell machen, hätte mir lieber die Zeit nehmen sollen. So, leider ein Turnover jetzt gerade unnötig auch. Schönes Play da, aber gut abgefangen, gut aufgepasst. Und da sind, nein, nicht die nächsten Punkte wieder. Werden wir da gut abgeholt in der Defense. Immer mal wieder die Hände reinhalten. Cousins vor drei, nein, macht er nicht. Oh, oh, oh. Da war gut abgefangen und wieder der Steal. Und wieder Wiggins. Wiggins zweimal gut aufgepasst jetzt. Ja, holen wir uns jetzt mal den Screen hier ran. Rubio. Haben natürlich jetzt Boogie an unserer Seite. Der ist nicht so ganz fix. Und dann machen wir den Fake und lassen Boogie in das Loch springen. Machen die nächsten zwei Punkte. 6-2 jetzt. Ein guter Start. Alle Punkte bei uns. Rudy Gay mit Sicherheit einer, auf den man da immer wieder aufpassen muss. Die Kings auch mit ein bisschen Pech. War letztes Mal ein interessanter Artikel auch aufs Box wieder, warum die Kings Probleme haben, auch Free Agents zu adressieren, weil Geld nun mal nicht alles ist. Die Struktur bei den Kings kaputt, sagt man. Boogie, jemand, der schwierig als Mitspieler sein soll. Und das verjagt so ein bisschen potenzielle Top-Free Agents, die normalerweise, sag ich mal, vom Geld her schon nach Sacramento kommen würden, aber aufgrund der Konstellation dort eher die Stadt meiden, was ja schade eigentlich ist, weil Sacramento für mich immer ein Team ist, weil ich finde es ganz sympathisch. Ich mag Sacramento Kings, das ist ein kleines Team. DeMarcus Cousins ist mit Sicherheit der Franchise-Spieler. Die Frage ist, ob man dem nicht zu viel geopfert hat in den letzten Jahren, weil seine Undiszipliniertheit dann schon mal die Kings das ein oder andere gekostet haben. Deswegen auch schon oft Gerüchte, dass er vielleicht wechseln könnte. Aber natürlich auch schwierig, welches Team möchte sich so einen Typen dann ins Team holen. Wenn man weiß, der hat Schwierigkeiten, sich einzufinden in ein Team. Ah, bisschen Glück gehabt, dass Pekovic den da zurückbekommt. Kein guter Pass. In dem Moment, wo ich den Ball gespielt habe, ist Cousins davor. Ja, und so die Kings natürlich dann Probleme, wie gesagt, da gute Free Agents zu adressieren. Auch in dieser Free Agent Phase relativ leer ausgegangen. DeAndre Jordan mit Sicherheit das Thema Nummer 1 die letzten Tage gewesen. Ich habe auch ein bisschen auf Facebook darüber berichtet. Hat mich natürlich als Clipper-Fan gefreut, aber man kann auch verstehen, dass der ein oder andere das nicht besonders klasse findet, was DeAndre Jordan da abgezogen hat. Allerdings muss da wohl auch sein Agent, der wohl eher zu den Dallas Mavericks tendiert. Das heißt, der scheint auch Dwight Howard gecoacht zu haben als Agent und auch den hat er versucht nach Dallas zu holen und wie man sagt, könnte es daran gelegen haben, dass er die so ein bisschen angelogen hat und deswegen auch die Familie enttäuscht war vom Agenten. Er war nicht da, als die Verhandlung zu Ende ging. Das könnte man auch schon als Zeichen dessen werten, dass DeAndre da nicht zufrieden war mit seinem Agent. Und ihn da eventuell in eine falsche Richtung gelockt hat, in die er gar nicht wollte. Angeblich auch Gerüchte gestreut, dass die Clippers nicht mehr zufrieden mit ihm waren, ihn nicht mehr im Team haben wollten. Und das natürlich dann schon eine Geschichte, wo man schon vorsichtig sein muss. L.A.U.B. habe ich angefordert, aber leider nur die einfachen Punkte. Punkte sind Punkte. Deswegen vielleicht etwas Verständnis kann man dann auch aufbringen für DeAndre Jordans Situation. Man selber weiß ja sowieso immer ganz wenig von dem, was tatsächlich da abgeht. Aber mit Sicherheit eine Riesenstory, weil es ungewöhnlich ist. Es ist schon vorgekommen, aber so lange, oder der Zeitraum, der dazwischen vergangen war, nämlich eine Woche zwischen dem Versprechen bei den Mavs zu sein
Und vom 1. Juli bis zum, ich glaube, 9. Juli kann man nur mündliche Versprechen abgeben, weil bis dahin noch nicht mal klar ist, wie hoch der Cap-Salary wird. Also der Cap vom Salary. Wenn da nur mündliche Versprechen gegeben werden. Und DeAndre Jordan hatte also 5 Tage zuvor das Versprechen gegeben an die Mavs, dass er wechseln wird. Und hat sich dann in letzter Sekunde doch dazu entschieden, lieber mit den Clippern zu bleiben, hat sich umentschieden, das ganze Team war bei ihm zu Hause, sogar Mark Cuban von den Dallas Mavericks war eingeflogen mit Parsons, um die Unterschrift zu holen für den Vertrag, aber wie man sagt, wusste er nicht mal, wo DeAndre Jordan wohnt, also es fehlte auch eine Adresse. Und Blake Griffin, Chris Paul, Doc Rivers, alle haben bei DeAndre bis 12 Uhr nachts gewartet, bis der Vertrag offiziell unterschrieben werden konnte. Und bis die Unterschrift dann unter dem Vertrag war, man sagt, dass er jetzt etwa in Richtung Max-Vertrag geht. Der Salary Cap ist ja erhöht worden in dieser Saison. 11% mehr dürfen die Teams mittlerweile investieren in Spieler. Oh, schön da von mir die Defense, aber überhaupt nicht gut geschrieben, warum auch immer. Wieder Alley-Oop-Versuch und wieder kriegen wir ihn nicht. Wieder werden wir da in der Zone meines Erachtens gefoult, aber der Schiedsrichter hat nichts gesehen auf der Gegenseite, der Dank. 11% mehr, also ich glaube 70 Millionen Dollar sind mittlerweile erlaubt. Gedacht waren 67, es sind also ein bisschen mehr geworden als ursprünglich angedacht. Das hilft natürlich den Teams, die über viel Geldmittel verfügen. Hilft das denen natürlich auch einfacher, Spieler zu signen. Ich sag nur mal die Spurs mit LaMarcus Aldridge. Kriegen das Doppelteam, da kommt Rubio in die Zone. Der ist nicht gut, aber Pekovic ist da und er macht die Same Chance Points. Pekovic, der so wichtig ist in dieser Phase der Saison für uns, der immer wieder offensive Boards holt und die Second Chance Points reinmacht. Allgemein die Spurs mit einer guten Free Agent Phase, David West zum Minimum verpflichtet. Und LaMarcus Aldridge. Also mit einem Max-Vertrag gelockt, das ist absolut Contester-mäßig, also da wird mit Sicherheit bei den Spurs nächste Saison wieder auf den Titel geschielt. Außerdem Aldridge natürlich jemand, der einen Duncan ersetzen kann. Das ist, über das muss man sich auch mal klar sein. Der Mann ist 38. Der wird jetzt nicht mehr 100 Jahre spielen. Ich meine, er ist 38, irgendwie so um den Dreh. Auf jeden Fall seine Zeit langsam aber sicher dann doch mal zu Ende von The Big Fundamental. Und ja, da sind wir da, holen das Foul, aber leider nicht den Block. Zumindest macht er ihn nicht, also der Easy Layup nicht möglich. Geht zweimal die Linie, führen mittlerweile mit 9. Haben wir so ein bisschen verquasselt, schon fast. Deswegen auch, ich spiele in der Online-Liga, in der ich spiele, auf der PlayStation, bei den Blazern. Die werde ich mir mit Sicherheit nicht mehr holen in der nächsten Saison, wenn der nächste Teil rauskommt, weil die Blazer haben für mich den größten Adalass in der Free-Agent-Phase gehabt. Wesley Matthews bei den Mavericks unterschrieben. Robin Lopez weg, LaMarcus Aldridge weg. Und da ist eine ganze Achse weggebrochen. Nur Lillard verblieben in Portland. Und ja, nicht so wirklich was nachgekommen. Da ist schön Platz gemacht. Das war mal bewusst, weil der Verteidiger nicht schnell genug rausgekommen ist mit dem grünen Timing. Von daher das Problem bei den Blazern, die werden in der nächsten Saison Probleme haben mit Sicherheit, weil Lillard nicht alles alleine reißen kann. Wenn er denn bleibt, aber da ist eigentlich gibt es auch kein Gerücht. Hibbert habe ich heute gelesen,
sich mit den Lakers einig. Für einen Zweitrunden-Pick, muss man sich jetzt mal reintun. Und ein bisschen Geld, das war's. Hibbert, der, ich sag mal, in der vor zwei Saisons vielleicht noch, wo die Pacers in den Finals waren, für vielleicht einen Max-Vertrag hätte weggehen können, so nach dem Motto. Jetzt für quasi nichts weggetradet. Das ist schon heftig. Und die Lakers natürlich mit etwas mehr Force in der Paint. Oh, na schade. Dachte ich, kann ich nochmal einen reinmachen zum Schluss, aber leider nicht. 32-27, es ist gar nicht mal so weit auseinander. Es sind nur 5 Punkte. Wir spielen, glaube ich, ganz ordentlich. Hören wir mal das Interview. Also, müssen ihre Chancen, die sie sich herausspielen, nutzen, ihre ganzen Missing Shots. Ich weiß, es ist ein bisschen leise, der stellt automatisch die Lautstärke ein bisschen runter, wenn ich hier mit der Tonaufnahme mache. Es wäre mal aufgefallen, dass es sehr leise ist für euch. First of all, a big nod to how well we've taken care of the basketball. We're not taking any unnecessary chances, and that's meant very few turnovers. Something I have liked is our movement off the ball and all the good looks it's created for us. Keep finding those open shots on the floor. And in this half, I want us quick to get out on the break. Let's get headed up the floor as soon as we get our hands on the ball. That's it for now, guys. Let's go get that W. So, also wir sollen uns den Sieg holen. Oben links war gerade wieder zensiert, weil ich eine Einladung erhalten habe. Das ist mal ein bisschen blöd. Der macht relativ großes Bild darum. Oder großer Bereich, der da abgedeckt wird und für euch dann nicht mehr sichtbar ist. Da wieder das Foul. Es ist schon das dritte, aber jedes Mal muss ich da Help Defense spielen. Also irgendwie ist das Pickplay bei denen ein bisschen zu einfach. Collison läuft da immer relativ unbedrängt vorbei. Ah, und da Wiggins mit dem Foul, das war gut gemacht da, mit dem Offensiv-Foul. Ich weiß gar nicht, war Stauskas, glaube ich. Also jetzt wird es nochmal eng, wir müssen die Konzentration hochhalten. Und schauen mal auf Collison, der den Ball top of the key führt. Boogie auf Rudy Gay. Der versucht da vorbeizukommen, weil der schöne Stil diesmal von Wiggins, der gerade noch das offensive Foul gemacht hat. Und am Ende. Sehr, sehr schön. Sehen wir, wen er hochspringt und ihn reinmacht. Also die Story vom neuen 2K. 2K16 weiß man, glaube ich, noch nicht. Ich habe noch nichts gelesen. Aber wird mit Sicherheit interessant. Haben sich ja mittlerweile schon alles einfallen lassen. Irgendwann gibt es natürlich auch nicht mehr so viele Optionen, wie man es da noch anders machen kann. Man kann höchstens die Story an sich halt noch ein bisschen cooler machen. Also noch mehr Zwischensequenzen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass da halt auch viel getan wird. Die Story als solche, ich meine, die Wege, wie man in die NBA kommt, ist ja irgendwo auch limitiert. Double Team, Young, der wäre ganz frei und der ist nicht gut. Petkovic, und da sind wieder Second Chance Points, Petkovic. Ich hab's gesagt, ganz wichtig. Ah, bisschen zu früh hochgesprungen da, hätte ich noch ein Stück warten müssen. Hat er gut gemacht. Werden hier quasi die ganze Zeit ins Doppelteam genommen. Das heißt, wir müssen warten, dass sich hier an der Linie was freispielt, so wie jetzt. Stauskas, dann Rubio, der frei wird. Und jetzt müssen wir mal ausnutzen, dass wir jetzt hier gerade mal ein bisschen Platz haben. Der ist nicht gut. Wir haben Probleme, weil wir konsequent ins Double Team genommen werden.
Warum ist der jetzt frei da? Rotation nicht geklappt. Too many of their points came the easy way, Steve. You're right. On dunks and layups against a defense that didn't really put up much resistance. Carlessen über Rubio und der hat da nicht viel gebracht. Was war das? Seine Defense übersichtlich, aber das weiß man ja auch, wenn man gegen die Timberwolves spielt, dass da Rubio nicht wirklich ein defensiver Anker ist, sagen wir mal so. Achso, okay, jetzt verstehe ich, was du meintest mit dem Privatleben. Ja, das stimmt. Das gibt es auch übrigens in anderen Spielen schon, wo man sich halt dann irgendwie privat sogar, also ein Motorrad kaufen kann und rumfahren kann und so weiter. Das gab's mal bei der MLB, also... Oh, ey, das ist echt gerade nicht gut, wie wir da spielen. Da sind zu viele Second Chance Points und Tight Game. Tight Game. Also denkbar ist mit Sicherheit eine Menge bei dem Karrieremodus. Jetzt aber erstmal wieder Konzentration hier auf das Spiel. Schöner Pass da jetzt. Aber Boogie ist natürlich da und jetzt machen die Kings es auch clever. Wir werden ins Doppelteam genommen. Wir haben keine Chance, da entsprechend einzugreifen. Versuchen hier immer auch irgendwo an unserem Gegenspieler dran zu sein, aber bisher ein paar tough Situations. Collison, der Ball ist stolen. Viele Steals fällt mir auf. Auch nicht. Eieieiei. Also da geht relativ wenig. Ja, da ist wieder Collison, der den Drive zum Korb probiert. Diesmal nicht gut. Dann mal gut aufgepasst. Und da sind wieder keine Punkte. Aber hier Second Chance. Also hinten raus, wir haben jetzt echt ein bisschen Probleme. Gerade mit unserem Wurf. Lass die Offense über dich laufen, das ist leicht gesagt, wenn wir die ganze Zeit ins Doppelteam genommen werden. Das heißt, da können wir höchstens mit Assist dann dienen. Der ist nicht gut. Wieder Second Chance auf beiden Seiten. Ein mächtiges Mittel. Ich weiß nicht, wie viele Punkte hier tatsächlich schon aus Second Chance Opportunities generiert wurden. Eine ganze Menge auf jeden Fall. So, wir warten. Kriegen jetzt das Doppelteam. Williams an der Dreierlinie. Komm schon! Und es sind Second Chance Points! Und das 3-Punkte-Spiel, ich habe es gesagt. Ja, da sehen wir auch nochmal, da ist so ein bisschen pumped up, da sehen wir nochmal die Animation. Schönes. Schöne Position, offensives Board und dann macht er ihn rein mit dem Foul. Wir gehen raus, hoffen, dass wir jetzt nicht reinkommen und hinten liegen. Nein, liegen vorne 3 Punkte. Mal gucken, wer im Ballbesitz ist. Es ist Sacramento. Wenige Sekunden auf der Uhr könnten theoretisch runterlaufen lassen für die letzte Position. Meistens ist der Computer nicht so intelligent. Mal gucken. Da ist zum Beispiel jetzt eine Möglichkeit gewesen. McLemore und der macht ihn rein. Haben 3,2 noch auf der Uhr. 1 Punkt Unterschied. Doch. Ja, es wäre auch zu schön gewesen. Und so nur 1 Punkt, mit dem wir ins letzte Viertel gehen. Das heißt, nochmal volle Konzentration fürs letzte Viertel. Denn die Kings sind mit Sicherheit ein Team, das wir eingeplant haben als Sieg. Aber das ist genau das, was ich gesagt habe. Manchmal nimmt man es zu einfach und zu selbstverständlich. Und dann wird es schwierig. Das war der Assist of the Game. Naja. Lass doch mal so stehen. Können ja immer nur Szenen übrigens zeigen oder Assists aus Szenen, wo wir auf dem Platz sind. Das hat was damit zu tun, dass er den Rest nur simuliert und nicht zeigt. Oh, boom! Two-handed! Bam! So kann man mal starten ins letzte Viertel. Immer wieder schön solche Dunks. Mehrere Screens. Wir haben schon gesehen, dass sie viel über Pick and Roll operieren. Das hat auch gut geklappt bisher. Zu gut. Schöner Block. Rudy Gay gegen Williams. Und der ist zu einfach.
fällt da um bei dem Versuch defensiv, was in den Weg zu stellen. Eieieiei, schöner Screen und Williams macht ihn rein. Haben wir gerade gesehen, wie er gegen uns gelaufen ist und auf den Boden gefallen ist. Wir haben ja auch ein paar Attribute, die wir in Gold und Silber haben. Ich glaube aber mittlerweile sogar alles in Gold. Und eins davon ist, glaube ich, auch guter Picksteller. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dann bei so einem Pick auch mal einer hinfällt. Sieht natürlich klasse aus. Ah, da kommt wieder der Screen. Sehen oben das Attribut Siegelwand, das hier eine Rolle spielt. Jetzt kommt der Screen da schön und wieder. Pull him on my poster. Da sollte man einfach wegbleiben und nicht noch irgendwie versuchen reinzuspringen. Das hat keinen Sinn dann. Böse, böse, böse. Der ist nicht gut. Boogie. Wir waren da, aber Boogie macht es natürlich clever. Und es ist immer noch so knapp. 4:12 auf der Uhr. Ein Punkt rein uns nur. Ah, wieder schöne Ziegelwand. Es klappt gut. Da ist das Foul. Leider nicht die Punkte, aber 95er Wert an der Freiwurflinie. Häufig genug fällt er dann trotzdem nicht. Das ist echt ärgerlich. Aber diesmal fallen beide, auch wenn der zweite vom Timing her sogar schlechter war als der erste. 3 Punkte Abstand, 20 Punkte, 2 Rebounds, nur ein Assist. Muss man sagen, es ist echt ein bisschen wenig, haben viel Ego gespielt. Cousins und da ein persönliches Foul, Illegal Screen, und Cousins, so kennt man ihn, aufbrausend, kann dann in solchen Situationen das Spiel für einen verlieren. Das ist gut für uns, wir kriegen eine zusätzliche Position, aber Cousins hier wieder mit einem Hitzkopf. Haben sie ihn gut programmiert. Ja, müsste den Screen aber auch nutzen, macht er nicht. Kann ich natürlich auch stehen, wie ich will. Gucken, ob wir ins Doppelteam... werden ins Doppelteam genommen. Der Pass ein bisschen schlecht, weil wir ein bisschen spät gesehen haben, dass da was kommt. Da war ich gerade noch dabei, mir einen Screen ranzuholen. Ah. Carlissen. Sind einigermaßen dran. Carlissen. Der ist nicht gut. Wieder Second Chance. Wieder Third Chance. Fourth Chance. Und jetzt aber. Und raus hier. Und raus hier. Und wir machen Gas, geben Gas. Und Punkte und das Foul. Continuation. Und jetzt haben wir die Chance hier auf ein 3-Punkte-Spiel. Eieiei. 3-Punkte-Spiel und der fällt nicht. 5 Punkte Abstand, trotzdem 2 Positionen. Rudy Gay, und der war gut. Und wir merken, es wird knapp und die Stars der jeweiligen Teams müssen Gas geben. Bei den Kings, Boogie und Gay. Outside the arc, der ist wieder nicht gut und jetzt Vorsicht da, keine schnellen Punkte zulassen und so schnell geht das, Rudy Gay. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe. So, Einwurf. Schauen mal, kriegen den hier auch. Ja, der ist gut. Wichtige Punkte. Da sind wir nochmal ganz ruhig, ganz ruhig. Wir haben das Spiel im Griff. Nur 3 Punkte, es ist so knapp. 2:05 noch auf der Uhr. 24 Punkte für uns. Das Scoring ist gut, aber die anderen Statistiken hätten ein bisschen besser sein dürfen. Assists und Rebounds eher schwach, wobei Rebounds jetzt auch nicht so unser Steckenpferd ist. Das war, glaube ich, einer. Und hier kriegen wir den nächsten. Ah,
Müssen ja immer gucken, jetzt hier, wenn wir ins Doppelteam genommen werden, dass wir den Ball rechtzeitig abspielen, sonst die Wahrscheinlichkeit, dass man den Ball hier verdaddelt, noch höher. Das war in Ordnung, aber der Block von Gay und auf der Gegenseite Gay jetzt. Und der macht ihn fast rein, aber Gay ist auch ein guter Freiwerfer. Es sind nur 3 Punkte. Jetzt sind es nur noch 2. Es ist so knapp. 1 Punkt Abstand. Kinderkinder. Ja, da die Ziegelwand, die hilft hier zweimal. Viel Platz und der ist gut. 61-58, die nächsten Punkte. 1-23, jetzt brauchen wir mal einen Stop. Cousins, eieieiei. Wahnsinn. Brutal. Warum wir auch immer gerade eine Auszeit genommen haben. Irgendwie habe ich, ja, die PlayStation-Kamera, die erkennt hier den Ton, wenn ich hier irgendwas sage. Denkt sie immer, ich sag hier Pause oder sowas. Oder Break. Das muss schon ruhig sein. Jetzt muss gleich mal einer werfen. Der ist doch ganz frei für 3. Und der ist gut. Und da ist der nächste Assist mal. Der zweite, glaube ich, erst im Spiel. Aber was für ein wichtiger zu dem Zeitpunkt. 4 Punkte Abstand. 2-Possession-Game, 52-7 auf der Uhr. DeMarcus Cousins. Also es ist klar, die Kings legen ihren Wert jetzt auf ihre Stars. Und man merkt auch, die werden immer häufiger jetzt rangenommen. Das war kein gutes Foul hier gerade von Pekovic an Cousins. Der hätte die Zeit besser laufen lassen können. Weil so macht er 2 an der Linie. Die 2 hätte er auch nach 20 Sekunden erst machen können. Dann wäre hier schon deutlich mehr Zeit wieder gewesen. Rubio, Mann ey, ganz frei gewesen. Wann kommt das Doppelteam? Kommt jetzt. Da ist wieder alles frei. Wiggins! Bitte mach ihn doch, ich glaube es nicht. 2 Punkte Abstand und die letzte Position. Eventuell Gay! Gibt's doch gar nicht. Ach du Scheiße. Oh, 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 oh. Ein Punkt Abstand. Wir haben noch eine volle Shot Clock. Eine volle Shot Clock. Die letzte Position wahrscheinlich. Oh, nicht gut. Stauskas mit dem Foul. Das war gut. Das dürfte zu uns gehen, der Ball. Wir haben nur noch 2 Sekunden auf der Uhr. Rubio für 3. Der ist gut. Der ist gut. Jawohl. Da fehlt, ich glaube, der hat noch nie einen Dreier so tief getroffen. Ich glaube, den habe ich noch nie gesehen bei dem. Und dann fällt das Ding rein hier. 0,2 Sekunden auf der Uhr. Jetzt dürfte man natürlich nichts mehr zulassen. Kein LAU, gar nichts. Collison, 4-3. Der ist nicht gut und wir gewinnen das Spiel. Was für eine Geschichte. Ah, schön. Schön, schön, schön. Klasse Ding. Das freut natürlich, dass Rubio hier zum Schluss dann noch so einen Buzzerbeater quasi trifft, also beinahe Buzzerbeater. Aber was für ein Ding. Richtig, richtig gut. Wir können zufrieden sein. Gewinnen also unser Pflichtspiel, sage ich mal, das wir gewinnen mussten, um zumindest da mit dran zu bleiben. Und mal schauen, ob es eine Zwischensequenz gibt oder ob wir einfach weitermachen. Aber was für ein wichtiger Sieg und wir sehen, wie knapp das manchmal zugeht, obwohl hier die Kings wirklich letzter in der Western Conference sind. Heißt das nicht, dass wir hier locker gewinnen. Wir gucken mal in den Arena-Tunnel. Wir
we're firing on all cylinders tonight, baby. Yeah, man, nothing like getting mine when a team gets theirs. Food tastes a little better. Hey, them checks gonna look a little bigger. Now we celebrating or what? If you don't mind chilling with a young fella like me. Let's do it. Wollte ich mal nicht so böse sein und ihn als zu alt titulieren, Büro des GMs. Oh, oh, wollen wir zu lange feiern? It must have been that girl I met at that restaurant on 89th. I knew I shouldn't trust her. I left my phone on the table while I was talking to a friend. She sent messages to all my clients. This is all on me. 100% my fault. He was just playing. He knew we'd never discuss another team while we're still under contract here. You gotta believe me, man. So, is that how this all went down? Just a big misunderstanding that started with... Danke, Scheisi. Nur ein großes Missverständnis. Sir. Oh, 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 jetzt habe ich leider, wollte ich gerade auf die Option gehen, jetzt habe ich es verdrückt. Also, ich habe natürlich geantwortet, dass ich mich nur auf dieses Team konzentriere. Er sagt dann, dass es irgendwie unglücklich in die Öffentlichkeit gelangt ist, aber ich mich trotzdem auf dieses Team konzentriere. Der GM sagt dann, okay, das wollte ich von dir hören und alles ist gut. Aber ja, jetzt haben wir die leider knapp verpasst, weil in der Sekunde, wo ich drauf gedrückt habe, gerade die Zeit abgelaufen war. Das ist echt ein bisschen blöd gelaufen jetzt. Aber es war definitiv ein krasses Spiel. Bin zufrieden, dass wir gewinnen konnten. Und ja, ich hoffe, dass wir Boden gut gemacht haben. Wir gucken mal gerade in die Tabelle. Immer der Blick vorher und nachher in die Tabelle, weil das momentan bei uns ja immer so das ist, das, wo wir, ja, Blick drauf haben müssen. Also wir gucken nochmal auf diese Situation. Wir sind jetzt tatsächlich an den Dallas Mavericks vorbei. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spot. Und es sieht gut aus für die Playoffs. Die können wir schaffen, auch wenn wir jetzt gegen Portland spielen müssen. Dann wartet noch Golden State, es wartet noch Oklahoma. Aber wir haben uns eine gute Ausgangsposition geschaffen, auch mal eins oder zwei vielleicht sogar noch zu verlieren. Dementsprechend ja, hoffe ich, dass ihr den Buzzerbeater heute genossen habt, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich werde jetzt sofort den nächsten Teil anschließen. Das heißt, auf dem Kanal geht's weiter. Und es wird ein zweites Spiel geben. Ich hoffe, dass ihr dann wieder einschaltet. Und ja, hoffe oder bedanke mich an die beiden, die jetzt zugeschaut haben die ganze Zeit. Und die drei, die jetzt dazugekommen sind, sind leider ein Stück zu spät. Wie gesagt, hier geht's jetzt sofort weiter. Einfach draufbleiben, dann gibt's den nächsten Teil. Trotzdem, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kentrigo HD.